Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8, heute am 19. September um 11 Uhr mittags. Wir haben in der letzten Folge diese ganze Zugmission hier abgeschlossen. Vielleicht nochmal ganz kurz ein paar letzte Worte zu dieser Szenerie. Viel Tamtam um nichts letzten Endes. Ne? Also die Besprechung und so weiter war alles super geil und so weiter. Dementsprechend hatte ich dann meine Erwartungen, die wurden leider nicht so wirklich erfüllt. Das war letzten Endes dann doch schon ziemlich blöd. Dass der Präsi letzten Endes ein Double war, war nochmal ganz cool, aber so dieses Ganze, ja und oh, pass auf und wir müssen die Züge vermischen und wir müssen die Codes eingeben und so, naja. Aber es war auf jeden Fall ziemlich kulant, ne? Wenn das Spiel nicht so kulant gewesen wäre, dann würde ich jetzt vielleicht noch dran sitzen. Zumal, ich verstehe nicht, wieso ich nicht einfach, keine Ahnung, wieso ich nicht mir die Zahlen im Kopf vorgesagt habe oder die Tasten. Ich check nicht, im Nachhinein check ich wirklich nicht, wieso ich da so lange gebraucht habe. Aber okay, ja, ferner von dem haben wir anscheinend, sind wir jetzt vertraglich an diese Gang hier gebunden, bis Timber seine Unabhängigkeit, seinen Frieden wiederbekommt. Klingt erstmal simpel, könnte aber ein paar Jahrhunderte dauern, ne? Also Deutschland wartet ja heute noch auf Frieden. Ne, es gibt ja keinen, wie war das, keinen richtigen Friedensvertrag? Da gab es ja nur so ein Fummel und das. Wir sind doch eigentlich, Deutschland ist doch noch im Kriegszustand, ne? Das war doch, das, ja, irgendwie war das doch so. Jedenfalls dürfen wir jetzt mit der lieben Rinoa spielen. Hab jetzt voll das Mädchen-Team, whoop die fucking du. Und was wir jetzt genau machen müssen, weiß ich nicht. Schätzungsweise irgendwie rausgehen, irgendwelche Leute anlabern und so weiter und so fort. Übrigens, vielen Dank für die Abkürzungen, ne? Ich habe jetzt leider vergessen, mir die aufzuschreiben. Werde ich dann beim nächsten Mal machen. Danke, danke, danke. Frag mich nur, wo du die her hast. Ich habe versucht, die zu googeln, bin nicht auf die gekommen. Hast du noch das Lösungsbuch da? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, welche Lösungsbücher du jetzt noch hattest und welche nicht. Der Sender, den erreicht man einfach mit der S-Bahn. Leider fährt zurzeit weder die S- noch die Fernbahn. Die ganze Bahnverbindung ist lahmgelegt. Das ist nicht so wild. Fragt einfach in der Stadt, ob mir jemand eine Bahn leihen kann oder so. Viel Glück, ich werde hier warten. Und der Boss war anscheinend ein Zombie, ne? Ja, das Dumme ist ja, dass ich es gesagt hatte. Ich habe ja gemeint, man kann einfach eine Phönixfeder auf Zombie-Gegnern werfen. Habe aber nicht bedacht, dass er vielleicht einer von diesen sein könnte. War das nicht normalerweise so, dass Zombie-Gestalten immer so eine grüne, schwarz-grüne Aura um sich hatten? Wäre vielleicht zu offensichtlich gewesen. Jemand spioniert in unserer Uniform herum. Okay. Er hat sich über den Besuch des Präsidenten informiert. Es fiel uns sofort auf, weil er über jede Einzelheit nachgefragt hat. Der Laguna nicht, ne? Ich meine, die arbeiten doch auf der Seite. Ich habe den Verdächtigen gesehen. Er hat kürzlich drei Jugendliche aus Balamp irgendwo hingeschleppt. Ich werde jetzt alle verdächtigen Jugendlichen abchecken. Kommt nicht in Frage. Ihr sollt nicht jeden Einzelnen... Was? Was? Verstehe ich nicht. Den Bürger dürft ihr nichts. Den Präsidenten entführen. Das ist eine Kampfansage gegen Galbadia. Wir werden sie finden und ins Gefängnis stecken. Ja, ne, also. Lasst mich wenigstens zu Ende reden. Ach, fuck you, keiner mag dich. So. Siehst sowieso aus wie alle anderen Oberoffiziere. Okay, ja, hatten wir uns hier eigentlich ordentlich umgeschaut? Weiß ich gar nicht. Nachher gibt es wieder irgendeinen Bildabschnitt, den ich nicht begutachte und da fehlt mir dann wieder der Shop oder sowas. Hätte ich eigentlich mit Rinoa gegen den Präsi schon kämpfen können? Ja, ne? Habe ich mich so im Nachhinein gefragt. Jetzt weiß ich's wieder. Der Fernsehsender müsste hinter dem Timber Maniacs Gebäude zu sehen sein. Geht einfach in diese Richtung. Ich habe aber nicht gesagt, dass dort ein direkter Weg hinführt. What's bei dich, verdammt, die Galbadianer kommen. Okay. Seid bitte vorsichtig, hier lauern überall Soldaten. Das Hotel könnt ihr nicht benutzen, wenn es euch schlecht geht. Probiert bitte die Träne der Eule aus.
Die bekommt ihr vom Alten neben dem Bahnhof. Aber ihr Seeds seid ja stark und braucht sowas nicht. Ah, ja, Pech gehabt, ha? Aber ich meine, nehmt mich bitte mit. Sieht man uns das an, dass wir irgendwie Feinde sind? Ich meine, der läuft ja auch nicht in Gala-Uniform rum. Naja, vielleicht gibt's ja schon Steckbriefe oder so. Okay, dann glaube ich mal da lang. Hat er eine Gestik gemacht? So von wegen, lauf da lang. Hier ist das Timbermaniacs-Gebäude. Okay, dann... Ups. Okay. Da geht's auch noch weiter. Na, das sieht doch vielversprechend aus. Dann schaue ich mich erstmal hier um. Kann ich hier rein? Ja, natürlich kann ich hier rein. Hier muss man wirklich vorsichtig sein, weil nicht unbedingt immer eindeutig ist, wo man jetzt hingehen kann und wo nicht. Bei FS7 war das ein bisschen besser, weil du konntest ja dann mit Select oder irgendwie sowas diese Farben anzeigen lassen. Und dann wusstest du, okay, das ist eine Leiter. Das ist ein neuer Abschnitt und so. Hi. Wie bitte, ihr wollt zum Fuß zum Fernsehsender? Es fahren keine Züge. Früher kam man über die hintere Gasse dorthin. Als der Fernsehsender die Funkwellen einstellte, wurde da eine Kneipe eröffnet. Seitdem wird die hintere Gasse nicht mehr so oft benutzt. Wenn du aus dem Fenster im ersten Stock hinausguckst, kannst du diese hintere Gasse sehen. Kann ich da auch runterspringen? Was ist das hier eigentlich? Ist das irgendwie ein Laden oder sowas? Egal, was Mutter sagt, meine Eltern verstehen sich blendend. Ohne Blendzauber. Ich hoffe, ich finde auch bald einen Freund, mit dem ich mich streiten und schlagen kann. Okay. Das wird bestimmt eine schöne Beziehung. Ja, irgendwie höre ich da eine Menge Sarkasmus, Ironie raus. Okay, da, ja, dann lass mal hochgehen. Vielleicht gibt's da auch irgendwas. Eine Katze wieder. Genau dieselbe. Die hat uns verfolgt. Das ist eine Streunerkatze. Die pennt mal da, mal da. Kann sie nicht anquatschen. Hallöchen. Dich kann ich auch nicht anquatschen. Doch, diese Katze schläft oft hier, auch wenn sie nicht uns gehört. Tatsächlich, es ist wirklich dieselbe, ne? Das ist doch ein Ding, oder? Sie frisst auch so viel. Ja, die schnurrt sich durch. Ich kann verstehen, dass mein Bruder immer Geld verlangt. Wie lange das aushält da mit dem Handstand? Du willst rausgucken? Geh zum Fenster, bitteschön. Ja. Bevor ich es vergesse, vielleicht sollte ich mal ganz kurz das Hundemagazin lesen. Man muss es ja anscheinend lesen, damit es funktioniert. Bla 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 bla. Mein. Ah ja, die Nummer 1 habe ich tatsächlich auch. Oh shit, das ist ja wirklich was zum Lesen, Willkommen, liebe Hundefreunde. Dieses Magazin möchte Ihnen einen Einblick in die Welt der Hunde gewähren. In unserer Erstausgabe wollen wir Ihnen zeigen, wie Ihr Hund Sie vor Feinden schützen kann. Befinden Sie sich in Gefahr, wird Ihr Hund Ihnen zu Hilfe eilen und den Gegner wegstoßen. Der XX Strike. XX ist der Name Ihres Hundes. Ach so, der Huey Strike. Wenn Ihr Hund diese Technik erlernen soll, müssen Sie immer mit ihm zusammen sein. Okay. Sonst noch was hier? Ich drück, Dreieck, alles klar. So, Nummer 2. Immer ein anderes Bild, okay. Denken Sie in Gefahrsituationen manchmal nicht. Hilf mir lieber, anstatt den Gegner anzugreifen. In solchen Fällen sollten Sie dem Hund diese Technik beibringen. Ihr Hund holt Ihnen Tränke, wie zum Beispiel Portionen, und bringt sie Ihnen. Sie brauchen nicht einmal einen Vorrat anzulegen. Ihr Hund findet sie irgendwo, unterm Teppich und wendet sie automatisch im Kampf an. Die Huey Vita. Eine sehr nützliche Technik. Müsste dann nicht Huey-Portionen stehen? Alles klar, gut, dann habe ich diese netten Sachen jetzt ausgerüstet. Ja, da, genau, und dann gehe ich mal hier rauf. Weil ich meine, fucking Huey wieder, ja? Da brauche ich ja dann vielleicht doch nicht mehr Zauber, um mich zu heilen. So. Ja, dann gucken wir mal raus. Aus dem Fenster gucken. Ja, nicht springen, da steht gucken, okay? Wehe, du springst mir jetzt raus. Nette Perspektive. Ja. Rup, da geht er wieder rein. Da geht er wieder rein. Ich hatte jetzt so Schiss, dass er wirklich springt, ey. Ja, das sieht doch gut aus. Der Mann bewacht den Speicherpunkt. Oh, du bist jetzt auch fertig. Alles klar. Das macht dann genau 10 Gil. Dein Ernst jetzt? Lol. Hey, du nimmst schon wieder Geld? Ja, dass ihr uns überhaupt in die Wohnung reingelassen habt, war schon an und für sich ein Ding. Wie oft sollte ich dir noch sagen, dass du kein Geld nehmen sollst?
Ja, aber Fremde reinlassen ist okay. LOL! What the fuck? Also, heutzutage wäre das ja ein Grund, das Spiel ab zu indizieren. Ja, ohne Scheiß. Ich habe das noch nie in einem Spiel gesehen. Wow, dieses Mal waren das nur 10, nicht 1000 wie das letzte Mal. Es geht nicht um die Menge, du sollst etwas nicht tun. Alter, sofort auf dem Index mit diesem satanistischen Werk. Holy shit, ey. Es ist jetzt umsonst. Geil. Und wir stehen einfach da und ja, geil. Keiner sagt was dazu, na gut. Also, jetzt nicht falsch verstehen, mir ist das scheißegal. Die kann den auch blau und rot schlagen, ja. Ich wollte es nur mal so sagen. Das ist in der Spielindustrie heutzutage kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Aber gut, da fällt mir spontan auch wieder diese Szene ein mit Cloud und den nackten Männern oder was das da war. Habe ich persönlich ja nie freigeschaltet, weil irgendwie musste man ja da eine, keine Ahnung, irgendwas musste man da machen. Das war ja so ein 100% Ding und das habe ich nie hinbekommen. Ja, ne, wir sollen ja hinter das Gebäude, also können wir auch mal ins Gebäude gehen. Die Timbermaniacs, dann bist du hier richtig. Und was willst du? Wo ist der Fernsehsender? Er ist in dieser Stadt. Du willst es genauer wissen? Hm, die Nachbarin kann dir das bestimmt besser erklären. Woher weißt du das? Wenn du weißt, dass die... Was? Kämpfe in der Stadt? Holy shit. Wenn du weißt, dass die Nachbarin das weiß, dann weißt du es ja auch selber, weil du es von ihr in Erfahrung gebracht hast, oder? Ach scheiße, die Soldaten hier, wirklich. LOL. Okay. Dann, mir fällt ein, ich habe immer noch meine Dingsterbumste ausgerüstet. Blitz wieder, bla bla bla. Ja, dann lass mal einfach mal eine Runde Lutschi Lutschi machen. Einfach mal so, kann man ja mal machen. Bam, 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 bam. Freut mich, dann haben wir jetzt wieder mal einen Kampf gehabt. Können wir die nächsten 60 Minuten wieder lesen. Acht! Das war gerade extrem gut gelutscht, Rinoa. Ich glaube... Oh, du auch. Okay, die, jetzt konkurrieren sie miteinander. Jetzt geht es wirklich darum, wer kann hier besser lutschen, okay? Und jedes Mal denke ich mir, warum bin ich so versaut? Ja, es ist ja eigentlich Ziehen. Ich habe es ja schon mal gesagt. Oder war das im Hard-Let's Play? Drawn müsste ich ja eigentlich mit Ziehen übersetzen. Ich müsste ja die ganze Zeit Pokerwitze, Kartenwitze machen. Aber nee. Jetzt hat sich's eingebürgert, jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Nein, das ist... Oder... Ah, nee, Moment. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach darin liegt, dass die Wachen so scheiße sind, ne? Es ist ja so, wenn die Angriffskraft von mir hoch ist und die Defensive vom Gegner sehr, sehr niedrig ist, dann entsteht dadurch ein Mega-Hit. Ja. Mega-Schlager-Hit? Nee, ich meinte eigentlich Mega-Kraft. So, und ich könnte mir vorstellen, dass meine Magie halt im Vergleich zu ihnen extrem niedrig ist. Oder seine Speed-Werte halt extrem niedrig sind und ich deswegen so gut ziehen kann. Das heißt, was lernen wir daraus, liebe Kinder? Ziehen immer von schwachen Gegnern. Das ist ja phänomenal. Dann kann ich ja hier 0, nichts mal alles vollbämsen, oder? Fuck, ey, jetzt bin ich wieder am Lutschwaren. Leute, es tut mir leid, ich kann es nicht lassen. Ich kann es einfach nicht lassen. Sagte auch die Prostituierte von nebenan. Ich kann es einfach nicht lassen, aber... Der Unterschied zwischen der Prostituierten und mir ist, dass sie dann für den Scheiß bezahlt wird. Ich werde hier nicht bezahlt. Ich verschwende eigentlich in Anführungsstrichen nur meine Zeit. Na gut, das könnte man ja auch generell von YouTube sagen. Na, ich habe den Spaß meines Lebens. Aber mal so ganz theoretisch, ganz trocken gesagt, ist es schon irgendwo so. Lutschi, Lutschi, Lutsch. Und dann demnächst wieder Zauber reinmachen. Ich lutschi ein bisschen durcheinander, ne? Ja, aber egal. Passt schon. Sechs. Weil es läuft auch so schnell. Nicht nur, dass ich viel lutsche, es ist auch so schnell. Vielleicht, weil der letzte Boss, weil es da wieder so ein bisschen geleckt hat. Könnte sein. Wusch. Neun. Fehlt mir so viel?
Oder liegt es jetzt daran, weil ich keins, also nur weil ich Zauber nicht equipiert habe als Ability, heißt es nicht, dass ich nur Zauber habe, oder? Nicht, dass ich jetzt quasi ein Fass ohne Boden habe. Und die, das versteht ihr? Ich lutsch quasi und kann aber, hab aber gar kein Lager, wo ich das reinmachen kann, weil ich meinen Zauber nicht. Ja, okay, ich habe nichts gesagt, passt. Wieso stand da eigentlich K? Wofür steht K? K für konzentriert? K für kaputt? Blitz K. Ah, nee, weil es gekoppelt ist. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Dann will mir das Spiel quasi so sagen, hier, das ist sehr, sehr wichtig. Das solltest du als erstes lutschen. Zack, ja. Perfekt, Leute, perfekt. 2, okay, Blitz ist auch schon mal voll. Die denken sich einfach nur, was zur Hölle, was geschieht hier? Wir wollen doch einen fairen, normalen, geschmeidigen Kampf haben und ihr steht einfach da und leckt uns die ganze Zeit ab. Kein Wunder, dass die Seeds so einen schlechten Ruf haben, ey. Die Soldaten stehen halt leider nicht drauf. Sonst hätten sie natürlich einen guten Ruf. So, wie sieht's denn aus? Immer noch. Ich kann immer noch. Was, bei Selfie sieht's anscheinend am besten aus, ne? Squall hängt immer noch am Feuer. Ja, vielleicht hat er bei den anderen Sachen mehr. 8, Alter, 8. Feuer, Feuer, Feuer. Nochmal sicherheitshalber checken. Ne, Vita. Du, du, du. Okay, jetzt ist er damit fertig. Okay, wahrscheinlich ist sie jetzt auch damit fertig. Du. Ah, shit, ich dachte, ich war jetzt bei Selfie. Ja, egal. Sollte generell als erstes immer Vita ansteuern. Ah, kann ich sonst noch irgendwas sagen? Nachdem ich gefühlt 3 Minuten lang still war. Ja, spontan ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, es laufen parallel noch andere Sachen. Ne? Momentan ist es ja so, dass sehr, sehr viel ja, kommt. Von jedem so ein bisschen. Da habe ich ja auch gestern so eine schöne, schnuggelige Umfrage gemacht. Und da werde ich dann mal heute Abend schauen, so, ist das in Ordnung oder wollen die 2, 3 aktiven Zuschauer eher so 1, 2 Let's Plays, dafür mehr Folgen oder ist es okay, dass viele verschiedene Let's Plays kommen und davon jeden Tag 1 bis 2 Folgen. Oh, das ist die Folge um. Egal, wir überziehen.
Spiel überziehen. So lang kann das ja jetzt nun nicht mehr dauern, oder? Ich meine, wie arm war ich denn bitte dran? Jetzt mal ohne Spaß. So, Blitz ist auch fertig. Du brauchst ja noch Vita. Ich meine, wann habe ich das letzte Mal richtig intensiv gelutscht? War doch in den ersten 2-3 Stunden, ne? Hat sich eine Weile gehalten. Und in Zukunft werde ich es dann natürlich besser machen. Da werde ich dann erstmal schauen, so, was hat der Gegner, und dann passt das. Also es sollte jetzt auch noch länger halten, das, was ich jetzt lutsche. Hab ja gehört, es soll irgendwie über 9 gehen, aber bis jetzt sehe ich hier noch nichts. Da fielen ja so krasse Zahlen wie 11 und 13 und so. Ich denke, das geht nicht über 9. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, dann wäre es ja vielleicht schon mal passiert. Ich meine, das sind ja nun mal richtig krasse Bleppo-Gegner hier. Wenn ich bei denen nicht über 9 komme, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei anderen passieren soll. Draw. Wieso brauchst du immer noch Feuer? Ach so, weil du hast die Cell-Kopplung, ne? Ich glaube, Cell hat eine Menge Feuer verschwendet. Okay, das sieht gut aus. Ich glaube, Selfie ist voll. Huey. Oh. Okay. Okay, Huey. Das war jetzt aber irgendwie nicht so cool. Machen wir jetzt hier nicht meinen Lutschkampf kaputt. Ist also kein direkter Limit hier, oder was? Okay. Ja, sie ist voll. Dann heile ich mal hier eine Runde. ...76. Das war tatsächlich nicht so toll. Draw! Okay, die müsste jetzt Vita auch voll haben. Ja, er hat Eis wahrscheinlich auch voll. So langsam haben wir es, Leute. 400... Was? So viel zum Thema Random. Oh, das war aber ein ordentlicher Unterschied hier. Nee, immer noch nicht. Hat anscheinend einfach nicht ordentlich gelutscht hier, oder was? So, Blitz, Eis. Nee, er kann immer noch. Ja, ich baller jetzt einfach Vita voll und dann hat sich das... Das Ding ist halt, dass ich mir irgendwann, ich glaube, ich hatte es auch gesagt, irgendwann so meinte, ja, wir können ja dann, wenn 3 Leute am Start sind, kann ja immer einer lutschen, die anderen greifen an. Aber in den letzten 2-3 Stunden habe ich so wenig gekämpft, dass ich halt Angst habe, dass ich demnächst vielleicht wieder in den nächsten Boss rutsche und gar nicht hier zu eigentlichen normalen Kämpfen komme. Deswegen kann man ja mal diesen Kampf, den man alle 2 Stunden mal hat, ruhig mal nutzen. Zauber! Draw! Bin gespannt, wann die Alte mal endlich mit Feuer fertig ist. Das ist ja unglaublich, ey. Eins! Oh! Dann sollte sie jetzt fertig sein. Ansonsten war das keine Glanzleistung. Ich will auch mal Feuer, mein Feuer einsetzen, bevor es weggelutscht wird. Ja, friss ab. War jetzt nicht so geil, aber egal. Ich wollte mal angreifen. Was war das gerade? Feuer, ne? Ja, okay. Feuer voll. Draw. Eis. Draw. Kann ich nicht für andere mitdrawen? Das wäre voll cool. Eis 5. Puff. D
Dubidubidu, du, 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 nein, 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 immer noch nicht voll. Nein, Blitz. Was mache ich jetzt mit ihr? Die sind alle voll, ne? Ja, Pech gehabt, gar nichts. Wieso kann ich nicht... Kreis, nicht Dreieck, okay. Lagern. Lagern. Mach einen Handstand oder so, Selfie. Beschäftige dich. Oh, okay, jetzt darf sie wieder heilen. Jawoll, Squally ist voll. Jetzt muss ich noch Vita voll kriegen. Na, wer hat hier Schaden kassiert? Squall. Ich will nicht wissen, wie lange ich hier schon wieder überziehe. Oh ja, naja, geht. 5-6 Minuten. Los, Leute! Beeilt euch! Fünf. Und nochmal. Und nochmal. So, jetzt kann sie mal wieder ein bisschen heilen. Zack. Ja, nee, beim Dino, in diesem komischen Pseudogarten hatte ich da noch ein bisschen gelutscht, genau. Das ist ja auch schon wieder gefühlt eine Ewigkeit her. Also aufnahmetechnisch sowieso, folgentechnisch, naja, 3-4 Stunden. Ist halt Draw gerade fick? Nee, hab mich verguckt. Dachte gerade, was? Draw fehlgeschlagen? Warum denn das? Nee. Alles gut. Vita... Oh, okay. Dann nochmal Eis. Ich wünschte, ich hätte es ein bisschen geordneter gemacht. So alle Eis, alle Vita und so. Sie steht irgendwie ein Stück weiter vorne, ne? So ich weiß, im 7er und 8er konnte man das einstellen, im 9er, aber ich weiß nicht, ob man das im 8er auch einstellen kann. So von wegen, ja, du stehst ein bisschen weiter, ist er fertig? Ja. Stehst ein bisschen weiter vorne, machst dafür mehr Schaden, aber kassierst doch mehr. Ja, jetzt muss ich ein bisschen schauen hier. Immer hin und her skippen. Heilen, heilt euch gegenseitig. Wuhu. Ja, wobei, das war gerade unnötig. Hier, kannst du wieder haben. Zack. Und was fehlt ihr denn noch hier? So viel anscheinend. Neun. War ordentlich. Immer noch. Ah! Falsche Taste. Fünf. Ah. Okay, das ist voll. Dann fehlt jetzt nur noch Eis. Okay. Noch eine. Okay, jetzt kann ich mal wieder zaubern.
Da fällt mir spontan ein, dass ich was zu diesem einen Klimakommentar sagen wollte. Aber ich müsste mir den nochmal durchlesen. Und was war da? Los, Renoir! Beeilung! Immer noch. Wie gesagt, das werde ich natürlich nicht mit jedem Zauber machen, aber so diese Elementsachen und so. Aqua hätte ich gerne noch, aber das scheint ja irgendwie besonders zu sein. Ja, generell so Eis und Blitz und Feuer, alles schon da gewesen, aber Aqua ist irgendwie... Also klar, im 9er hatten wir das auch. Im 7er glaube ich nicht, oder? Rollenspiele gehen immer mehr so auf Eis statt auf Wasser. Warum auch immer. Und Wasser scheint irgendwie... bisschen heftiger besonders zu sein, anscheinend. Na, warte, der kann hier nochmal geheilt werden. So. Sie eigentlich auch. Die 18 XP, HP. Flupp. Ist es das jetzt? Wir werden es erst in der nächsten Runde erfahren. 6. Ah, zieh halt 9, wenn du nicht voll bist, statt 6. 3! Oh, jetzt solltest du aber wirklich fertig sein. Yay, wir haben es geschafft. Whoop-die-fucking-du. Dann bring den Bastarden um. Was ist das für eine Waffe, ey? Schild, Boomerang, Gedöns. Schild, Boomerang, Armbrust. Okay, Mensch, das war doch was. 2... Dann nochmal reingucken und sich erfreuen. Boah, sieht schon schön aus. Alles klar, ja Leute, dann würde ich mal sagen, was das heute mit Let's Play Final Fantasy 8 war, dann doch spontan ein bisschen länger als geplant. In der nächsten Folge schauen wir dann mal, dass wir irgendwie hinter das Gebäude kommen, ne? Wobei wir werden wahrscheinlich die nächste Folge noch damit verbringen, uns hier ein bisschen umzuschauen. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.